Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Tag hier aus Bali. Ich habe es mir hier gerade auf meiner riesengroßen Couch hier ein bisschen bequem gemacht. Bin eigentlich schon unterwegs zum Essen. Es gibt jetzt wieder mega leckeres Abendessen. Also das Restaurant hier, das Essen hier, das hat einfach 10 Sterne verdient. Aber der Meinung bin nicht nur ich alleine, sondern die Teilnehmer auch. Und das wollte ich auch mit dir teilen. Es ist heute wieder so viel gigantische Heilung geschehen, Transformation bei den Teilnehmern. Das ist so unglaublich, das ist eigentlich in Worten nicht zu beschreiben. Hier auf Bali kommt man wirklich so an seine tiefsten Themen heran, schon fast schon von alleine. Und dann geht es einfach nur noch darum, ja, so diese kleine Hilfestellung in Anspruch zu nehmen oder anzunehmen und dann eben sich der Bereitschaft zu öffnen, zu lösen, sich endgültig von den Blockaden zu lösen. Und gestern hatten wir ja den gigantischen Ausflug schon zum Wasserfall gemacht und heute ging es eigentlich darum, in erster Linie seine Lebensaufgabe zu finden, sich darüber klar zu werden, warum ich eigentlich hier bin. Und wir machen das hier auch auf so eine unkonventionelle Weise, wo der Denker, der Verstand auch gar keine Chance hat, so mehr oder weniger dazwischen zu quatschen. Und das ist so herzberührend heute wieder gewesen, wie die Teilnehmerinnen und einen Teilnehmer haben wir ja auch dabei, da wirklich Informationen bekommen haben, Erkenntnisse bekommen haben. Das ist so spannend. Und so schön mit anzusehen. Und ich möchte dich einfach nochmal dazu ermutigen, dich wirklich auch mit dir selbst in der Richtung mal zu beschäftigen, was deine Lebensaufgabe ist, was deinem Lebensplan einfach entspricht. Und hier macht es jeden Tag so richtig plupp, 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 wo so eine Schuppe wie die andere von den Augen fällt und immer mehr Klarheit reinkommt, wie sehr wir wirklich doch unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Und mir fällt gerade ein, heute Morgen beim Frühstück hat ein Gast hier zu mir gesagt, bei der ich gehockt habe, wir hatten uns schon des Öfteren miteinander unterhalten, ist eine wunderbare Schweizerin. Man sieht einer Truppe so richtig schön den Prozess an. Als die ankamen, ist ja jeder so ein bisschen zu unterschiedlichen Zeiten gekommen, aber Sonntagabend waren wir ja dann zum ersten Mal alle zusammen hier. Und da saßen alle noch so da. Nächsten Tag schon mal so. Nächsten Tag so. Und jetzt strahlt ihr alle. Und das ist so gigantisch, wie einfach auch die anderen Gäste hier im Resort sehen, was da für ein enormer Entwicklungsprozess, Transformationsprozess, Heilungsprozess, Klarheitsprozess in Gang kommt. Wir hatten heute Morgen auch noch so eine gigantische Übung gemacht. Das ist ja auch immer so ein Thema, dass wir alle ein Stück weit mit uns rumschleppen, das war bei mir auch lange ein Thema, nämlich eine bedingungslose Liebe mal zu spüren und anzunehmen und ins Vertrauen zu kommen, ins Urvertrauen zu kommen. Und das sind alles so Dinge, wo ich dich wirklich nur ermutigen kann, in der Richtung dich zu öffnen. Und das fängt alles mit einer Entscheidung an. Und ich kann dir da wirklich auch nur ans Herz legen, dir auch Unterstützung und Hilfe zu holen, dich da begleiten zu lassen. Denn alleine, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du auf einem kleinen Boot auf dem See rumschipperst und guckst hier und da und dort und da und nimmst dir da Aspekte, machst da mal was, dann machst du mal einen Tag was, dann machst du mal einen Tag nichts. Wenn du aber eine Begleitung hast, die dich dort abholt, wo du jetzt stehst und dir hilft, dahin zu kommen, was dir selbst wirklich entspricht, wo du wirklich hinkommen möchtest. Und dass dir auch ganz, ganz vieles bewusst wird, dann ist wirklich der absolut kürzeste Weg, dass du dir deine Hilfestellung holst. Und ich habe zwar im Moment keine Termine mehr wirklich frei, aber wenn dich das jetzt wirklich anspricht, dann schreib mir gerne eine persönliche Nachricht und hier über Facebook. Ich melde mich dann bei dir und dann können wir schauen, wie wir da irgendwie mal noch einen Termin verabreden, wo wir wirklich auch bei dir Klarheit schaffen oder über die Schritte sprechen, die du einfach gehen kannst. Ja? Also ich will dir wirklich dabei helfen und du bist ja auch hier deshalb in der Gruppe.
Entdecke und lebe deinen Seelenplan, weil du den ja entdecken willst, weil du auf der Suche bist. Und ja, deshalb einfach mal nochmal die Einladung. Kurzfristig sind keine Termine mehr frei, aber wenn du dir da helfen lassen möchtest, dann schreib mir eine persönliche Nachricht hier und dann melde ich mich bei dir. Okay? So, und jetzt gehe ich lecker essen. Ich werde bestimmt schon erwartet, denn so ab 6:30 gibt es immer Essen. Und wir sind auch alle sehr, sehr hungrig heute Abend, glaube ich. Okay, bis dahin, ganz liebe Grüße hier aus unserem paradiesischen Bali. Tschüss.